Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. So, wir haben hier ein wunderschönes Vogelhaus gebaut und hier läuft die Zeit ab. Dann geht es weiter. Wir könnten aber theoretisch in der Zeit hier noch die anderen Viecher holen. Weil davon haben wir noch keine. Die brauchen 4. Wir schicken Kollegen den, machen, holen. So, okay. Dann ist ungefähr, wie lange dauert es? 2 Minuten. Na, mal gucken, was passiert. Ich habe mir schon überlegt, man könnte eigentlich ja auch so ein rundes Rondell bauen, oder? Haben wir Kostenrückerstattung? Dann könnten die nämlich in Kreis fliegen, wenn man hier so die Kuppeln im Kreis baut und die mittlere weglässt, dann könnten die so schön... Na, ihr wisst schon. Ne, wenn man jetzt hier noch eine ranbauen würde und da noch... Wäre halt interessant, ob dann die mittlere wieder wegbaubar wäre. Die kosten 100.000. Wollen wir das einfach mal probieren hier? Guck, so dachte ich mir. Das kann man doch machen. Eingehen, Übertragung. Mission abgeschlossen. Origin. Wie, das war's schon? Oh Mann, ich wollte die anderen Tiere noch sehen. Ich will weiterspielen. Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar? Wunderbar. Kalifornien. Guck mal, Paricephalosaurus. Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Mit dem Wasserfall. Mammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Guck mal. Das könnte unsere Verbindung sein. Das ist ein Apatosaurus, oder? Die Mammutbäume sind vertraut. Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Oh ja. Mann, die Landschaft ist so geil. Schauen wir mal. Mann, der geht ja hier Schlag auf Schlag. Baue eine Einrichtung, die Folgendes enthält. Paläomedizinische Anlage. Okay, die Katze Expeditionszentrum. Ist Sack. Unterstützungsanlage. Das ist eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Aha. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten Lala. Und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Kein Problem. Damit haben wir eine solide Basis. Machen wir hier an der Ecke am Hang, oder? Fangen wir einfach mal an, weil wir haben hier noch nichts, wo es losgeht. Wir müssen komplett von vorne anfangen, ne? Wir haben 2,8 Millionen. Das ist nicht viel. So, Gebäude. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage. Aber allererst brauchen wir Strom. Und zwar bauen wir erstmal eine Unterstützungsanlage. Die Musik ist voll dabei. Da das ist supi. So. Und... einmal Expedition. Warte mal, kriegen wir das hier noch zwischen die stopft? Negativ. Hier ging noch gerade, da ging. So. Ihr beide kriegt schon mal einen Weg zueinander, dass ihr euch heimlich zum Kaffeesaufen treffen könnt. So, dann brauchen wir hier nämlich einen Stromgenerator. Katsching. So. Benötigt Wegverbindung. Habt ihr doch. Was ist da los? Ach, weil du noch nicht fertig bist. Oder was? Hallo? Dann machen wir den hier erstmal voll. Komm. Sind die jetzt verkäfert oder was? Nee, warte mal. Straße. Ist doch dran an Weg. So. Quatschen die Dusselig, alles wird gut. Was fehlt euch denn? Fehlt euch was? Was fehlt euch denn? Warte mal, stehen hier schon irgendwo Gebäude? Nee. Wir sind komplett auf uns alleine.
Paläomedizinische Dingsbums. Da. Die stehen alle genau andersrum, ne? Hallo? Bau das da hin. Da geht. So. Oder müssen wir die Wege anders bauen? Dann müssen wir sie vielleicht... vielleicht anders bauen. Vom Gebäude zum Weg hin, oder? Wobei es eigentlich keine Rolle spielt. Oder erkennt es sonst nicht? Ich weiß nicht. Nee. Nee, ist ihm immer noch so dumm. Okay. So. Warum um Gottes Willen seid ihr nicht verbunden? Gebäude? Ach so, hier müssen auch noch welche herkommen können. Ich verstehe. Tut mir leid. So. Warte mal, wie war denn das? Umschalttaste, genau. Natürlich war das die Pausetaste. Jetzt aber, oder? Wenn das fertig ist, habt ihr alle einen Weg, weil dann kommen auch welche und können da rein. Profik. Bau schneller. Hallo? Oh, hier ist aber... Oh, lala, halleluja. Na? Tada, siehst du, wusste ich doch. Okay. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Mhm, die Schwarz-Weiß mit Autos sind immer wir teuer. Wir machen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und klar. Du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Was ist da? Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Okay. Das ist ein Wortspiel. Weg, weg, wow. Weg. Direkt am Hügel gebaut hier. Da kann man übelst geil runterjumpen wahrscheinlich, oder? Kann man hier hochspringen? Kriegt man hier wieder irgendwelche coolen Sachen zum Freischalten? So, wir sollen, Alter, alles voll mit Fotos. 8 Stück selber machen. Ha! Alter, driften kann er, aber beim Bremsen jetzt ab hier. Foto. Foto auf F. Hallo? Wer bist du? Gallimimus? Wer seid ihr? Gallimimusse. Bitte? Hat er dir erzählt? Ne, hat nicht erzählt. Ja, dann machst du bitte den. Okay. Das war Nummer 1. Zählen die anderen auch? Wollen wir da mal hinfahren? Ey, der rennt uns hinterher, oder? Das hört man voll. Papp, 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 papp. Das ist ja cool. Hallo. Oh, da oben fällt, da läuft was anderes rum. Sind wir gefährlich jetzt? Das war doch zwei Beine, ne? Oh ja, ein Baryonyx, glaube ich. Wenn wir uns unter einem Baum verstecken, sieht er uns nicht. Machst du, guckst du, da. Baryonyx ruht. So, wo haben wir das nächste? Warte mal, in der Richtung? Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Na klar. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Cool, hier ist Wasser. Wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Kann man durch den See fahren? Oh. Wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Hey, was ist denn da? Alter, die sieht man doch ja nicht, die kleinen Viecher. Okay, aber Foto ist Foto, ne? So, schön Auto waschen. Tada! Alter, guck mal, die Landschaft ist... Kennt ihr in ein Land vor unserer Zeit? Das große Tal? Das sieht ungefähr aus wie hier. Wahnsinn. Na, wollen wir mal gucken, wo wir hier noch hin dürfen? Weil wir haben ja noch... 5 Bilder zu schießen. Wir fahren hier echt weit, ne? So. Und den Galimi muss noch mal vorbeibrettern. Eine Hupe wäre cool. Hallo, kann ich hier durch bei euch? Alter, guck mal, wie groß die sind. So groß wie ein Auto.
die interagieren miteinander, wenn man hier so lang fährt. Oh, renn mir an in der Karre, Alter. Okay, Richtung Wasserfall. Da vorne ist was los. Können wir hier durch den Wald fahren? Ja. Hallo, willkommen durch Unterholz mit Vollgas. Das sind Pachycephalosaurus, oder? Die sind auch so groß. Oder? Ja. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Viere müssen wir noch. Ist hier noch was? Ah, wahrscheinlich müssen wir den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Aber hier hinten muss auch noch irgendwas rumrennen. Guck mal, da liegen die einfach auf dem Gras rum. Und rülpsen vor sich hin, ne? Der Ferkel. Manchmal wünsche ich mir, dass die Karre ein bisschen schneller fahren würde, hier ehrlich. Aber gut. Alter, guck mal, wie geil diese Landschaft ist. Und die Sonne jetzt schon wieder unter, ne? Habe ich das Gefühl, weil der Schatten, der rennt hier übelst vorwärts. Vom Berg so. Wenn man das hier alles mit Park bauen kann, könnte, eventuell, ich weiß es nicht. Halleluja! Vor allem sieht das hier übelst cool. Alter, was ist hier los? Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie viele? Ah! Wer seid ihr denn? Schönen guten Tag für Sie! Okay. Sehr, sehr cool. So, genau. Legt euch mal hin. Ihr seht aus wie Rindviecher mit eure Hörner. Drei Bilder brauchen wir noch. Da unten ist noch was los. Ey, leckt euch doch nicht gegenseitig ab. Was macht ihr? Ihr seid Ferkel. Okay. Schauen wir mal. Da hinten ist was mit... Das ist doch bestimmt Parasaurolophus, oder? Was ich so sehen konnte. Oh ja. Oh, wie schön. Hallo. Na, Mädels? Hi. Willst du machen lachen? Oh, hier gibt es Asche von den Kollegen. Wie sich hier mag im Wald rennen, ne? So, dann haben wir da hinten noch zwei Sachen. Bestimmt. Wie heißen die? Apato, Albertosaurus oder sowas? Ich glaube, Apato war das, ne? Oder ach, keine Ahnung. Apato. Das sind Triceratopse. Hallo! Ey, nicht abhauen, Leute. Bitte. Was hier alle rumrennt, war es ja der Hammer. Muss ich machen ein Foto. So. 122 Zettel. Haben wir alle? Ja. Was waren hier noch? Unsere Fernfahrteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Erhöhe die Aktivpostenbewertung, indem du in Expeditionen gefährliche Fleischfresser fängst. Möchte ich doch aber gar nicht. Ja, da ist unsere Basis. Okay, ich hatte übelst die Orientierung verloren. Gut, wir haben hier so Tiere. Fleischfresser sollten wir definitiv einsperren, oder? Expedition, gefährliche Fleischfresser. Was haben wir denn hier, Schönet? Kryolophosaurus, den kenne ich nicht. Der hat Zähne, der macht bestimmt irgendwas Uncooles. Wollen wir den mal fangen? Komm. Wer bist du? Expeditionslimit erreicht. Nein, da müssen wir erstmal Gehege bauen. So, den sperren wir nämlich ein. Und zwar... Ersetzen. Ja. Okay.
Spielsteuerung ist noch so ein bisschen, ja, mal gucken. Wo bauen wir denn dieses Gehege hin? Hier, oder? Machen wir so ein längliches, würde ich sagen. Dann bringen wir das hier in den Strombereich hinein. Bauen wir das hier schön fleißig außen entlang und verbinden das. Okay, dann sollen sie hier erstmal bauen und dann sperren wir den da ein. Der hat Wald, der braucht ein bisschen Wasser. Wir müssen ja schon mal vorsorgen, weil die sind gleich ran, die Kollegen. Mit der Gerät von die Tier. Also machen wir mal so ein bisschen hier das Wasser angebracht. Okay. Dann wollen die den natürlich angucken. Kriegen sie hier perfekt hin. Einen Weg brauchen wir noch. So, ich baue mal viereckig, weil die halt gerade ein bisschen schneller. Auch wenn das nicht unbedingt schöner ist. Aber es geht halt wirklich schneller, ne? So, einen Schutzraum brauchen wir noch. Haben wir nicht. So. Was ist mit dir los? Okay. Vielleicht brauchen wir davon bald einen zweiten. Müssen wir mal sehen. So, die Sache. Ein Tor, Junge. Ein Tor. Und eine Toilette. Okay. Wo ist noch unser Gelände, war Jung? Aufgabe hinzufügen. Macht das. Wo ist er? Da kommt er. Da, oh, ein Schneckentempo. Also, okay, die sind gleich ran. Dann bräuchten wir hier bald das nächste Gehege, ne? Ich würde nämlich versuchen, hier irgendwie um den Stein rumzubauen. Mal gucken, dass wir dann hier vielleicht teilen. Hier das nächste und dann da nochmal und hier und so. Ja, kriegen wir hin. Übertragung. Leben fangen. Zwillen und so, ja. Na dann. Immer ran. Transportiere la Dinosaurier nach da und nach da. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen und wir haben schon wieder Nacht, ne? Eieiei. Aber wie ambitioniert die Piloten hier mit die Dinger mal rumfliegen, ne? Die armen Dinosaurier. Okay. So, schmeiß mal ab. Mal gucken, was du uns da so bringst. Okay, er hat die Krone auf. Die haben noch kein Futter. Okay. Dann einmal Fleisch. Na, da. Eine Sie. Füller. Dann könnt ihr jagen und euch ein Kotelett holen, wie ihr gerade Bock habt. Der Jeep fährt hier auch gerade rum. Gut. Warte mal, vielleicht sollten wir selber mal eine Runde fahren. Und hier Bestandsaufnahme machen, ne? Von den Viechern. Ja. Fehlender Wald, Alter, hallo. Bist du denn das Taco? Wo ist denn der? Da. Offenes Gelände. Wasser hat er eigentlich. Aber halt nur in seinem komischen Territorium-Dings da nicht, ne? Vielleicht machen wir ihm hier noch eine kleine Pfütze hin. Müssen wir mal gucken. Und da so. Man sieht den ja nicht. Da ist noch einer. Der ist happy. Aber volle Kanne. Okay, dann kommen die Bienen schon klar irgendwie. Fehlender Wald kann ich ändern, indem wir hier einfach. Ist das hier das Richtige? Noch mehr hinten drin kleben. So, dann haben die schon mal Wald. Wie sieht's denn aus? Wir brauchen noch mehr, ne? Was haben wir? Allosaurus. Zwei Allosaurus und hier haben wir acht Trodon. Nee. Ein Albertosaurus. Boah, jetzt sollen wir hier die ganzen Fleischfresser alle holen, ne? Bin ich eigentlich nicht so der Freund von. Okay, die anderen rennen frei rum. Lass die mal machen. Was haben wir hier noch? Hererasaurus. Zwei Allosaurus. Die holen wir mal. Da brauchen wir 6 Punkte für. Ja, hier schnell schon ausgebrannt, ne? Ach, wir können nur zwei dahin schicken. Dann müssen wir die beiden noch mal. So, okay. Wir brauchen neue Gehege. Gehege Nummer 2. Kriegen wir hier nicht mehr hin. Würde ich dann.
hier irgendwie ranbauen. Hier so. Dass wir mit dem Weg außenrum gehen. Ja, so machen wir das. Ach, das reicht auf jeden Fall. So. Gut, dass bald zu groß war. Wollen wir das nochmal separieren? Warte mal, komm, wir teilen das nochmal ab hier. Ich glaube, das muss nämlich auch nicht so groß sein. Man hätte auch so schön rund bauen können, aber nö. Komm, wir lassen das mal so. Dann kommen hier Tore rein. Überall. Und Sachen zum Gucken. Müssen wir den Weg noch weiter fortführen. Wir können auch elegant um eine Kurve bauen. Guck mal, das geht doch. Man kann auch... Also man kann wirklich schön bauen. Das geht schon. Man muss ihn halt nur wollen. Ich wäre bald dafür, dass wir hier nochmal einen Generator hinbauen. Und vielleicht hier oben nochmal einen Schutzraum. Wir müssen ein bisschen auf Geld gucken. Och du Gott, du Gott. Wasser? Und Futter. Oha. Kohle ist echt nicht doll, ne? So, wir spulen mal vor. Die Sonne geht auf. Ja. Oh, wie schön. Halt, die brauchen noch eine Toilette. 10.000 kostet der Gerät. So. Unser Ranger-Team darf natürlich hier mit hinfahren. Und die sind gleich durch. So, guck mal. Oh, wenn die Sonne hier rinfällt im Tal, ne? Wie der Schatten mit immer verschwindet. Ist schon schön. Zeig. Das ist wie Allosaurus. Ja, damit. Dann schmeiß ich die mal da rein und dann schauen wir mal nach, was ihr da gebracht habt. So. So kommt unser Jeep schon angefahren. Irgendwo ist der auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass. Warte mal, der Jeep fährt. Da gerade rum, ne? Hallo? Ja doch, halt doch richtig gesehen. Komm, wir fahren selber. Wir waren ja... Alle hopp. Wir waren ja schlau und haben hier ein Tor eingebaut. Und dann können wir nämlich hier selber mal hinfahren. Ich hoffe, dass die Hege groß genug ist. Hallo? Fehlender Wald. So, jetzt macht, dass ihr da rauskommt, dann machen die Viecher euch in eine Wurst. Bereich, bitte? Zu klein oder was? Wald fehlt. Na, dann machen wir ein bisschen größer, komm. Daran sollte jetzt nicht scheitern. Weil Yeld kommt ja wieder rein gerade. Das ist gut. Diese Tor können wir... entfernen. Die habt ihr Geld für? Ich glaube ja. So, wenn der Zaun fertig ist, können wir den anderen entfernen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Wald. Dann sollte die Sache schon schick sein. So, oder was? Hallo? Komm mal her, zeig. Zeig, da ist er. Ja, alle tippitoppi. Und schon friemeln sich hier durch den Unterholz die Kollegen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier noch ein Gehege, was wir vielleicht noch ein bisschen erweitern müssten. Aber mein Plan war, dass wir hier um die Felsen rumbauen. Vielleicht ja, nehmen wir das hier gleich mit Wasser so irgendwie. Mal gucken. Was brauchen wir denn noch? Dafür bräuchten wir ein bisschen Geld, ne? Können wir forschen? Ist das schon erforscht? Forschung blockiert.
Was ist das hier? Mittelgroßer elektrischer Zaun. Wäre natürlich für die Fleischfresser übelst cool. Dafür bräuchten wir aber ein Forschungszentrum, was wir nicht haben. Okay. Warte mal. Hier wollte ich nicht hin, sondern dahin. Hier hin. Was haben wir hier noch? Ach, Trodons. Das sind auch richtige Stinkstiefel, ne? Wer bist du? Ena, ein Einzelner. Braucht 6 Punkte. Kostet richtig Asche, den zu holen, ne? Albertosaurus, holen wir uns. Beim nächsten Mal, würde ich sagen, Freunde. Mittelgroßes elektrisches Zaun, bin ich ein Betriebsweise, ne? Forschung, 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 Forschung. Haben wir ein Forschungswissenschaftszentrum? Kostet 450.000. Wollen wir uns das einfach mal leisten? Wäre ja jetzt eigentlich keine Schande, oder? Guck mal, können wir uns hier unten im Keller bauen? Hier ging es doch gerade. So, da ging es. Genau. Dann bauen wir das dann nämlich einfach hin. So, fertig. So, können wir das hier unten herumführen. Dann ist nämlich der Weg gar nicht so verkehrt. Dann kann man nämlich hier einen Abzweig und da wieder rein. Und von hier kann man aus dem Fenster schön ins Tal hineinschauen. Das ist super. Okay. Jetzt können wir theoretisch diesen Zaun erforschen. Geld haben wir. Sollten wir vielleicht machen, oder? 4 Punkte. Das macht mal... Ihr Bede. Für 70.000 Abfahrt. Großer elektrischer Zaun. Und dann würde ich damit die Hege ein bisschen verbessern, weil große Fleischfresser sind immer nicht so cool. Ja. Okay, mit der Forschung kommen wir so langsam klar. Wir sind schon fast bei 2.000 Punkte. 3.300 brauchen wir. Also wenn wir noch ein Tier holen, maximal noch 2 andere Arten, dann sollte die Sache eigentlich klar gehen, oder? Okay, und wie wir das alles hinkriegen, da würde ich mal beim nächsten Mal schauen. Für hierhin sollte das gewesen sein. Die Map ist nebenbei bemerkt mega schön von der Optik und so, ne? Und riesengroß und gefällt mir. Also, nächstes Mal holen wir uns noch mehr Fleischfresser. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht es gut. Renni hauen.